erzähl uns doch etwas zu deinem Instrument. Ja, das Instrument, was ich hier in meinen Händen halte, heißt Euphonium. Das ist ein tiefes Plechblasinstrument, was meistens in der Tenorlage spielt. Erzähl uns doch was zur Bauweise des Euphoniums. Also die typischen Merkmale des Euphoniums sind der große Schallbecher, das Kesselmundstück und vier Ventile, wobei eins hier unten an der Seite sitzt. Zeig uns doch nochmal genau, wie man das Euphonium hält und wie du es anspielst. Ja, mit meinem linken Arm umarme ich das Instrument, damit ich einen guten Halt habe, und mit der rechten Hand drücke ich die Pumpventile, wobei ich die Töne dann produziere. Kai, sag uns doch mal, warum sollte man Euphonium lernen? Naja, meiner Meinung nach sollte man Euphonium lernen, weil das Euphonium immer die coolsten und schönsten Melodien spielt. Und wenn es euch zu klein ist, könnt ihr auch gerne später Tuba lernen.